Hi Leute, ich mache heute die Erzählung. Und zwar erzähle ich euch die Geschichte über Jesus und den Sturm. Das ist meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel und ihr kennt es sicher alle. Und jetzt, los geht's! Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Dann irgendwann ist Jesus müde. Er legt sich ins Bett und schläft. Sie fahren weiter über den See. Plötzlich kommt ein starker Sturm und peitscht das Wasser auf das Boot. Überall sind hohe Wellen. Die Wellen werden gefährlich, das Schiff wird hin und her geschleudert. Und Jesus steht ganz notwendig. Die Jünger brechen in Panik aus. Petrus zum Beispiel hat schon das Gleichgewicht verloren und liegt auf dem Boden. Judas rennt panisch im Boot hin und her. Rebekka muss sich übergeben und der Rest der Jünger versucht verzweifelt, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Und Jesus schläft noch ganz normal und ganz gechillt auf seiner Matte. Petrus rappelt sich wieder auf und rennt zu Jesus. Jesus, wach auf, der Sturm ist so stark. Dann steht Jesus auf und richtet sich an den Wind und an die Wellen. Schweig still, Sturm! Plötzlich wird das Wasser ganz leise und es hört auf zu stürmen. Die Jünger sind ganz überrascht und erschrocken über Jesus. Sie schaufeln das restliche Wasser noch aus dem Boot. Jesus fragt die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch die ganze Zeit bei euch gewesen. Da sagen die Jünger untereinander, wow, Jesus ist so cool, ihm gehorchen sogar Wind und Wellen. Das war der kurze Videoclip über die Geschichte. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und jetzt erzähle ich euch noch, warum das meine Lieblingsgeschichte ist. Und zwar liegt das daran, weil die Geschichte einem zeigt, dass Jesus immer bei einem ist, auch wenn man Angst hat. Und das ist auch gerade jetzt wichtig, wo dieser Virus mit den hässlichen Rüsseln um die Welt geht, vor dem sehr viele Menschen so viel Angst haben. Und jetzt hat noch die Sarah für euch ein paar Spiel- und Bastelideen zu der Geschichte, die euch helfen, die Langeweile zu Hause zu vertreiben.